Seit ich 18 Jahre alt bin, bin ich ein Dreadhead. Man kennt mich schon immer so, eine Künstlerin und Freigeist, bisschen verrückt, bisschen durchgeknallt und meistens grüne, lange Dreadlocks. Mit 18 habe ich mir diese Dreadlocks selbst erstellt. Damals hatte ich von alledem keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht, sie sind irgendwie verfilzt und so kannte mich man dann weitere 18 Jahre lang. 18 Jahre lang hatte ich Dreadlocks, bis ich 36 war. Die Dreadlocks waren leider etwas zu dick erstellt und außerdem habe ich in meinem Leben unglaublich viele schlimme Sachen erlebt und ich hatte irgendwie das Gefühl, 2021, ich muss mich von diesen Dreadlocks befreien. Es war irgendwie ein komisches Gefühl, diese Haare, die man 18 Jahre mit sich rumgeschleppt hat, plötzlich zu verlieren und abzuschneiden. War es doch irgendwie schon was Besonderes und auch ein Teil von mir. Allerdings sahen diese Dreadlocks, wie ihr hier sehen könnt, leider nicht so schön aus. Man hätte die einfach besser erstellen können. Aber damals habe ich davon nicht so viel gewusst. Jetzt, nach 3 Jahren ohne Dreadlocks, war der Wunsch wieder da, neue Dreadlocks zu bekommen. So sah ich übrigens aus 2021, als ich sie mir gerade abgeschnitten hatte. Ja, kurze Haare halt. Und jetzt, im Februar 2024, ja, habe ich wieder lange Haare und wieder beschlossen, ich brauche wieder Dreadlocks. Denn irgendwie hat das ein Leben lang zu mir gehört und ich fühle mich einfach nicht ganz. Ja, ich kann mich jetzt kämmen und es ist auch ein ganz schönes Gefühl, so ein befreiendes Gefühl, mit der Haarbürste durch die Haare gehen zu können. Aber man hat auch immer das Problem, dass man ultraschnell fettige Haare bekommt, weil durch das Kämmen wird der Talg ganz schnell verteilt im Haar. Außerdem stehe ich jetzt schon wieder an dem Punkt, eigentlich müsste ich schon wieder zum Friseur und meine Haare haben Spliss. Ja, und dann müsste ich mir die Haare wieder schneiden lassen und alles ist so bieder und ordentlich. Und ich habe immer das Gefühl, das bin nicht ich. Ich bin eigentlich Künstlerin und Freigeist und irgendwie sind meine Haare so brav wie bei so einem Schulmädchen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich lasse mir neue Dreads erstellen. Ja, ich habe natürlich rumgefragt, wer das professionell macht, aber das kostet leider 300 bis 400 € und das kann ich mir beim besten Willen nicht leisten. Also in Leipzig hätte ich ein Studio gefunden, die hätten das für 300 € gemacht, mir neue Dreadlocks zu erstellen. Und hier in der Altmark habe ich eine Frau gefunden, die hat mir den Preisvorschlag von 400 gemacht. Da hätte ich natürlich dann die Spritkosten nicht gehabt. Ja, das war mir aber alles zu teuer und deswegen bin ich auf Facebook auf einer Plattform gelandet, die nennt sich Dreads for Free or Donations. Das sind Leute, die das einfach hobbymäßig machen und gegen eine kleine Spende oder ein kleines Geschenk oder einfach nur im Tausch machen. Dort habe ich die Alicia gefunden, die gesagt hat, sie würde mir Dreadlocks erstellen. Die wohnte allerdings im Odenwald und deswegen habe ich kurzerhand beschlossen, meine Freundin Mara im Odenwald zu besuchen und das Ganze zu verbinden mit einem Besuch bei Alicia vorher, ja, die mir die Dreadlocks machen möchte und der ich natürlich ihre schönen langen Dreadlocks auch ein bisschen zurecht häkeln wollte. Das war der Deal, so war es beschlossen und los ging's. Hi Leute, so, es ist 7 Uhr morgens, ich bin mega aufgeregt, denn heute geht's in den Odenwald. Ich habe ein 49-Euro-Ticket, ich habe einen riesen, viel zu großen Koffer gepackt, Reisetasche gepackt und dazu habe ich noch einen Rucksack. Das heißt, ich habe jetzt alle Häkelsachen dabei, weil ich ja dem Mädchen, der ich die Haare häkel, da brauche ich natürlich auch Häkelnadeln und ich denke mal, die wird selber auch welche haben und die wird ja dann meine Haare häkeln. Außerdem, die hat einen Hund, bringe ich ihr gefrorenes Kaninchenfleisch mit. Ich hoffe mal, es läuft nicht aus. Also wenn ich kontrolliert werde, das wird super eklig, falls mir jemand in die Taschen schaut. Ich habe gefrorene Kanincheninnereien für sie dabei, weil sie ja einen ganz großen Hund hat und sich mega freuen wird, wenn ich ihr ein bisschen Futter für ihren Hund mitbringe. Ansonsten habe ich natürlich mein Dreadlock-Buch dabei. Das werde ich gleich im Zug lesen. Das Dreadlock-Buch habe ich mir ganz neu bestellt. Stefanie Kunze, Dreadlocks, wachse über dich hinaus. Ist irgendwie recht neu rausgekommen, glaube ich. Hat 24 € gekostet und ich glaube, das lohnt sich echt. Ich habe da schon mal reingespritzt und es sind mega hilfreiche Tipps drin für die Dreadlocks. Zum Beispiel, dass man sie mit Natron und Duschgel waschen kann. Und das habe ich mir auch alles eingepackt. Ich habe Duschgel dabei, ich habe Natron dabei in kleinen Döschen. Also wenn jemand die Döschen aufmacht und denkt, weißes Pulver, wird es auch irgendwie peinlich. Aber nein, ich werde mir damit die Haare waschen. Natron ist ja sowas ähnliches wie Backpulver. Kann man in großen Säcken bestellen, habe ich auch hier gehabt für den Haushalt. Und ja, Natron und Seife oder Natron und Duschgel ist ein super Waschmittel. Und damit habe ich meine Haare auch schon vorbereitet. Ich merke auch schon, die sind so richtig schön griffig. Die werden bestimmt morgen ganz gut filzen oder vielleicht sogar schon heute Abend, wenn wir heute schon starten. So, 49-Euro-Ticket, das heißt lauter Bummelzüge. Ich werde jetzt 10 bis 11 Stunden im Zug sitzen. Wir sehen uns im Odenwald. Bis gleich.
Hi Leute, ich befinde mich gerade in Wiebelsbach. Keine Ahnung, was Wiebelsbach ist. Mini kleiner Bahnhof. Und ich habe heute eine Route gehabt mit einem 49-Euro-Ticket und wollte 6-mal umsteigen bis zu meinem Ziel in Odenwald. Und jetzt beim 5. Mal umsteigen habe ich meinen Anschluss verpasst. Nee, beim 4. Mal umsteigen habe ich meinen Anschluss verpasst. Und das bedeutet, dass ich jetzt den Anschlusszug nach Ebersbach nicht gekriegt habe und jetzt 2 Stunden hier warten soll. Es wird jetzt langsam dunkel. Ja, das ist halt das Pech, wenn man sparen will, dass man dann einfach nur die langsamen Züge nehmen kann. Und von der Altmark hier runter in den Odenwald ist es einfach krass weit. Ich habe heute viel gesehen. Ich bin an einem Atomkraftwerk vorbeigefahren. Ich habe viele Schornsteine gesehen, viele Fabriken, Sachen, die ich sonst nie sehe, weil ich ja total abgelegen wohne. Ja, ich befinde mich jetzt hier an diesem kleinen Großumstadt-Wiebelsbach-Bahnhof. Hier ist, ja, nix. Einfach nix. Hier sind kaum Menschen, 2, 3 Menschen. Und hier muss ich jetzt 2 Stunden Zeit verbringen. Es ist echt krass. Ich bin gerade froh, dass es nicht mehr so richtig schlimm kalt ist. Bin gerade froh, dass es einfach ein paar Plusgrade hat. Und ich fieber natürlich jetzt dem Treffen entgegen mit der netten Frau, die mir die Dreads häkeln wird, bei der ich übernachten werde. Und danach werde ich auf jeden Fall noch zu meiner Freundin Mara gehen und zu Jana. Genau, und die werde ich dann im Odenwald besuchen. Die haben dort ein Ferienhäuschen. Und ich hoffe, dass wir dann da schöne Zeit haben. Ansonsten ist es jetzt gerade hier ein bisschen spooky für mich, in so einer fremden Stadt einfach auf einen Zug zu warten, wo man nicht weiß, ob der noch kommt. Bei der Deutschen Bahn ist ja echt immer alles ein bisschen kritisch. Ja, auf jeden Fall ein Abenteuer, eine Herausforderung. Ich habe einfach viel zu viel Gepäck dabei. Ich habe ja diesen Rollkoffer und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Rucksack. Ja, alles sehr schwer und ich habe leider kaum frische Lebensmittel dabei. Also ich habe jetzt ein paar Linsenwaffeln dabei und Aufstriche, aber konnte auch einfach nichts mehr einkaufen. Ich habe immer gedacht, naja, wenn du im Bahnhof bist, kriegst du schon irgendwo was. Aber nee, es ist ja alles überteuert und Bäcker. Ich habe mir dann echt beim Bäcker eine Sache gekauft heute, aber es gibt hier keine gesunden Lebensmittel, überhaupt nicht. Das ist richtig krass. Na gut, das Abenteuer geht weiter. Mal schauen, ob ich heute noch ankomme und wie überhaupt alles weitergeht. Aber ich habe es dann doch geschafft. Nach 13,5 Stunden Fahrzeit und 8 Umstiegen war ich endlich bei Alicia zu Hause und wir konnten endlich den lieben Balu füttern. Nachdem ich Alicias Dreadlocks nachgehäkelt hatte, konnten wir dann am Samstag endlich mit meinen anfangen. Für die Einteilung musste ich mich natürlich ein letztes Mal kämmeln, damit Alicia mir die Haare in lauter kleine Strähnen einteilen kann, die dann gefilzt werden. Daran werde ich mich ein Leben lang erinnern. Nein, ich mag Kämmen eigentlich nicht, weil es rupft so und es ist so ein ekliges Geräusch. Und wenn ich jetzt keine Dreads kriegen würde, sage ich jetzt auch mal in die Kamera, dann wäre ich ganz dringend mit Friseur dran, weil ich ganz dolle Spliss habe. Weil ich einfach immer so weißt du, was ich meine? Oh, ja. Ah! Und dann ein bisschen weiße Haare. Und die würden bei den Dreads ja drin bleiben. Und die verliert man dann alle. Ich hoffe, ich weiß es nicht. So, und jetzt kannst du, glaube ich, kommst du grau durch. Ah, doch, das ist ein Teil. Ah. Naja, okay, wir stoppen das mal. Vielleicht könnt ihr sehen, dass ich, obwohl ich so strahle und lache, weil ich mich ja so freue über die Dreadlocks, die jetzt entstehen, irgendwie ein bisschen blass aussehe. Ja, ich habe mich total krank gefühlt bei der Alicia. Leider habe ich durch die lange Wartezeit in dem kalten Wind wegen der Deutschen Bahn eine ziemliche Grippe und eine Erkältung bekommen und war leider den Tag bei der Alicia total krank, hatte total den krassen Schnupfen. Trotzdem war die Freude natürlich übergroß für mich. Also, wir haben jetzt 77 kleine Würmchen auf dem Kopf. Oh Gott. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch. Balu ist dabei. Genau, dass man das so Wahnsinn, genau, von allen Seiten ein bisschen sieht. Leute! Ja. Krass. Und jetzt wird gleich getreddet. Ja, mit Alpaka. Oh ja! Alpaka! Juhu! Ja, jetzt geht's ans Treaden. Los geht's! Los geht's! Juhu. Hi Leute, ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil der Odenwald ist doch ganz schön steil und es ist ganz schön ungewohnt, wo ich aus der Altmark komme. So, jetzt meine kurze Zwischenberichterstattung. Wie ihr seht, mein Kopf ist komplett eingeteilt gestern mit diesen kleinen Gummiringen und ich habe seit gestern Abend 12 kleine
sieht man das, Mini-Dreadlocks am Hinterkopf. Wir haben nämlich hier hinten angefangen. Und ja, ich werde heute schon von einer anderen Freundin abgeholt. Also bei der Alicia wollte ich eigentlich nur bis heute bleiben. Und wir müssen jetzt heute gucken, dass wir den restlichen Kopf schaffen. Also sie muss es schaffen. Wenn nicht, muss ich die Vorderen halt alleine machen. Ich habe jetzt mal angeboten, dass ich ihren Hund ausführe. Den lieben Baloo. Da ist er. Wir sind gerade mal hier auf den Berg hochgerannt. Es ist mega steil hier. Ich bin ganz außer Puste. Das liegt auch daran, dass ich mich mega erkältet habe. Also diese Zugfahrt hierher. Oh, das sind Rehe. Moment, ich zeige euch mal die Rehe. Ich sehe die Rehe auch. Da sind die Rehe. Ja. Mitten in der Pampa. Und der Hund hat natürlich Bock auf Rehe, aber der ist ja angeleint. Also nochmal der Grund, warum ich mich so krass erkältet habe und gestern wirklich den ganzen Tag bei Alicia in der Wohnung war, ist halt diese krasse Zugfahrt hierher. 13,5 Stunden. Und 13,5 Stunden mit 8 Umstiegen, obwohl 6 geplant waren, mit 2 Stunden teilweise draußen stehen im kalten Wind auf Gleisen, wo man nicht weiß, ob jetzt bald noch ein Zug kommt oder nicht, hat mich mega erkältet. Das heißt, ich habe heute Nacht hier und hier mega Schmerzen gehabt. Merke jetzt aber, dass mir die frische Luft gut tut. Deswegen habe ich das jetzt mit dem Hund auch angeboten, weil ich einfach raus wollte kurz. Frische Luft, mal laufen und einfach in der Hoffnung, dass jetzt dadurch mal die Nase frei wird. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sehe aus wie so ein Kindergartenkind mit so Zöpfchen. Ich freue mich irgendwie mega auf die Dreads. Genau, es werden 77 Stück. Und das finde ich einfach krass, weil ich hatte früher so 42, dann später auch mal 44. Und 77 ist natürlich fast doppelt so viel. Finde ich halt richtig krass. Und freut mich jetzt auch, dass es so viele werden. Und die ziehen sich natürlich auch noch zusammen. Das heißt, mein Haar wird insgesamt kürzer werden, als es jetzt vorher glatt war. Das macht mir aber nichts, weil die Haare wachsen ja. Und alle ausfallenden Haare werden hier einfilzen. Später in die Dread. Ja, wir werden mal sehen, wie weit wir heute kommen. Und das zeige ich euch dann später. Schaut euch das an. Der Odenwald im Februar. Hey, halt! Du verwackelst das YouTube-Video. Frauchen wartet bestimmt schon, oder? Oh Mann, ist das schön hier. Ich liebe diese Aussicht und diese Berge. In der Altmark sind ja keine Berge und hier so krasse. Leute, ich bin gerade so happy. So, ich habe gerade so krasse Glücksgefühle wegen diesen Aussichten. Also man sieht ja nicht weit durch den Nieselregen. Ist einfach wunderschön hier. Krass, ich könnte jetzt hier 4 Stunden wandern. Na gut, vor meine Augen tränen. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich die Dreads mal weiter. Und frühstücken vor allem erstmal. Bis denn. So geht das Dreaden also. Da sieht man es vielleicht. Vielleicht seid ihr alle gleich schon im Video. Baloo sowieso. Baloo ist dabei. Na klar, Baloo ist im Video. So geht das also, das Dreaden. Für alle, die es noch nicht kennen. Schön sieht das aus. Kannst das richtig gut. Genau. Und so natürlich. Ja, das kann ich natürlich auf jeden Fall. Das Cam. Aber doch vorne kriege ich das Cam auch hin. Hinten ist es halt einfach. Ich glaube, du hast jetzt den ganzen Bereich, der so richtig schwer war, auf jeden Fall schon geschafft. Ja, also ich glaube, das unterste, das habe ich alles. Jetzt fangen wir da oben an. Fängst du jetzt nochmal eine an? Ja. Das ein bisschen fest zu häkeln und... Ach so, du häkelst jetzt die du gerade gemacht genau. hast. Genau. Ich häkel das mal so ein bisschen noch. Ja, cool. Ein bisschen fester. Jetzt sehe ich das auch wieder. Zumindest den Ansatz, weil da bist du schwer drankommen, beziehungsweise gar nicht so richtig gut an die Ansätze. Okay. Genau. Cool, das kann ich mir auch nochmal angucken, wenn ich das nochmal selber brauche. Ja, so, aber so ähnlich mache ich das ja auch.
Ja, so habe ich es ja bei dir auch gemacht. Genau. Also so dieses Durchziehen, immer wieder die Phase. Das kann man gar nicht oft genug machen. Ich meine, da gibt es auch kein Ende, ne? Das ist ein ewiges Bastelei ist es. Ja, dann hast du zumindest den Anfang getan. Dann dürfen sie filzen. Ja, ein langer Prozess. Ja. So, also bis da etwa, zeig's mal, haben wir es jetzt geschafft und jetzt werde ich von der Mara abgeholt. Und den Rest werde ich wohl selbst machen müssen. Weil wir es einfach nicht geschafft haben an diesem Wochenende, den ganzen Kopf. Aber ich bin mega happy mit diesen Threads hier. Die sehen so schön aus. Hat die Alicia so schön gemacht. Vielen, vielen Dank. Du musst was mit klatschen. Ja. Genau. Also vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, und so sehen sie jetzt gerade aus. Das ist natürlich nur der erste Schritt. Der nächste ist, dass es von selber weiterfilzt. Ja, und da oben muss ich dann einfach die nächsten Tage im Ferienhaus bei Mara ein bisschen mit dem Kamm sitzen und weitermachen. Aber das kriege ich hin, weil da komme ich auch gut dran und das sehe ich auch. Ja, und dann sehen wir uns bald im Ferienhaus. Bis dann. Boah, Leute, ich bin so happy. Ich bin gerade jetzt im Odenwald bei der lieben Mara in diesem wunder urigen, schönen Ferienhaus. Und wir haben jetzt hier gerade einen Waldspaziergang gemacht und sitzen hier und genießen diese krasse Aussicht. Leute, schaut euch das mal an. Ich habe so krasse Glücksgefühle im Moment. Ich kann mein Glück nicht fassen. Ihr seht, die Dreads sind fast fertig. Hier oben fehlen noch ein paar. Aber der Rest ist in der Mache. Ich habe gestern Abend noch ganz lange weiter gehäkelt und gefilzt. Und ich denke, heute werde ich dann endlich fertig mit dem Rest. Die vordere Hälfte habe ich jetzt alleine gemacht. Die hintere Hälfte hat die Alicia gemacht. Von der habe ich mich ja gestern verabschiedet. Und ja, ich werde jetzt ein paar Tage hier bei der Mara verbringen in diesem Ferienhaus und bin vor Glück und Freude am Platzen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video, beziehungsweise bis zum nächsten Tag, wo ich wieder filme. Wir schauen mal, was ich euch noch zu zeigen habe hier im Odenwald.